Die gemeinnützige Bayerische Wohnungsaktiengesellschaft verkauft Wohnungen. Der Erlös soll der Bayerischen Landesbank zugutekommen. Die CSU hat die Bayerische Landesbank in den Sand gesetzt. Es fehlt Geld. Und dieses Geld sollen jetzt die künftigen Mieter, die in überteuerte Wohnungen einziehen, beibringen. Das ist ein Skandal. Übrigens auch nicht mit der Bayerischen Verfassung vereinbar. In der Bayerischen Verfassung ist eindeutig vorgesehen, dass der Staat auch verantwortlich ist, die Gemeinden und auch das Land, für vernünftig bezahlbaren Wohnraum in Bayern. Und das ist gefährdet. Wir sind dagegen, dass Wohnraum privatisiert wird. Wir haben die Auffassung, dass die Gemeinden mit dem zur Verfügung stellen von Wohnraum auch die Mietpreise in einer Region positiv beeinflussen können. Die vier bayerischen Bundestagsabgeordneten haben eine Petition gestartet, von der wir hoffen, dass sie viele Bürgerinnen und Bürger Bayerns unterzeichnen. Es geht letztendlich darum, dass wir erreichen wollen, bezahlbaren Wohnraum in München zu erhalten. Es ist nicht hinzunehmen, dass zum Beispiel Polizisten, die in München Dienst tun, teilweise selber nicht mehr in München wohnen können, weil sie die Wohnungen, in denen sie leben wollen, nicht mehr bezahlen können. Überall in Bayern, vor allem in Ost- und in Südbayern, gibt es große Probleme, gibt es eine große Wohnungsnot in den Monopolen. Und das heißt, wir brauchen jetzt endlich eine Handlung. Die CSU muss handeln. Und wenn ich mir die Bayerische Verfassung anschaue, Artikel 106, dann sage ich ihnen, halt euch endlich an die Verfassung, tut's was. Viele Menschen hier in Bayern suchen Wohnungen, die sind nicht mehr bezahlbar. Das ist Grund für uns, für die Linke, endlich aktiv zu werden und den Finger in die Wunde zu legen. Wir brauchen eine Gebäudedämmung, um den CO2-Ausstoß wirklich zu dezimieren. Das ist dringend notwendig aus ökologischen Gründen und das muss forciert werden. Das heißt, es muss viel schneller gehen. Es ist jetzt aber so, dass dann die Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können und das ist sozial schädlich. Denn viele können sich jetzt die Mieten schon nicht mehr leisten und da müssen wir was tun. Deswegen sagt die Linke, Ökologie geht nur mit Sozialem. Das heißt also, wir brauchen hier Zuschüsse, wir brauchen günstige Kredite, es muss vernünftig von der Steuer absetzbar sein. Das heißt also, dass diejenigen, die wenig haben, trotzdem mehr absetzen können und nicht wieder bloß die, die viel verdienen, dann extra profitieren. Ökologie geht nur mit Sozialem und dafür stehen wir auch bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes beim Klimawandel. In meiner Heimatstadt Ingolstadt fehlen laut Pestel-Institut, einer Studie, die jetzt ganz neu herausgebracht wurde, 3000 Wohnungen bis 2017. Da ist nicht mehr lang hin. Und wir fordern die Verantwortlichen in den Kommunen auf und im Land auf, endlich was zu tun. Liebe Leute, unterschreibt die Petition, denn Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware. Wir müssen der CSU und auch der FDP Feier unterm Arsch machen, die brauchen es schon lange.